Probleme an der Scheibenbremse sind nicht nur nervig, sondern auch ein Sicherheitsrisiko. Wenn sich der Bremshebel bis zum Lenker durchziehen lässt, ohne dass etwas passiert, kann es auf dem Trail schnell gefährlich werden. Wir zeigen die Ursachen des Problems und wie man es schnell behebt. Eins vorab, eine Bremse ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Wer daran rumschraubt, sollte genau wissen, was er tut und vor allem gründlich arbeiten. Wer keinerlei Schraubeerfahrung hat, sollte mit dem Problem lieber in einen Bikeshop gehen. Zurück zum eigentlichen Problem. Lässt sich der Bremshebel bis zum Lenker durchziehen, ohne dass etwas passiert, kann das drei Gründe haben. Entweder die Bremsbeläge sind verschlissen oder die Hebelweite ist falsch eingestellt oder es ist Luft im hydraulischen System. In den meisten Fällen sind einfach die Bremsbeläge verschlissen. Wenn die Beläge auf den Trägerplatten schon stark abgenutzt sind, reicht das Öl im Ausgleichsbehälter des Hebels oft nicht mehr aus, um noch Druck im hydraulischen System zu erzeugen. Am schnellsten erkennen kann man das, wenn man von hinten auf den Bremssattel sieht und die Trägerplatten der Bremsbeläge schon ganz eng beisammen stehen. Ob die Beläge wirklich verschlissen sind, kann man im eingebauten Zustand nicht immer erkennen. Wer wirklich sicher gehen will, baut die Beläge lieber aus. Vergleicht man jetzt den ausgebauten Bremsbelag mit einem neuen Bremsbelag, erkennt man ganz deutlich, dass die alten Beläge verschlissen sind. Man muss die Beläge also wechseln. Mit einem neuen Bremsbelag ist in der Regel das Problem mit dem fehlenden Druckpunkt am Hebel behoben. Wie man die Bremsbeläge ausbaut und neue Bremsbeläge verbaut, zeigen wir euch in einem Extra-Video. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Lässt sich der Bremshebel trotz intakter Bremsbeläge bis zum Lenker durchziehen, kann es auch sein, dass die Hebelweite falsch eingestellt ist. Alle hydraulischen Scheibenbremsen haben eine Schraube, mit der sich die Hebelweite einstellen lässt. Bei unserer Shimano-Bremse gibt es hier sogar ein Drehrädchen, das ich ohne Werkzeug bedienen kann. Wenn ich die Schraube reindrehe, sehe ich schon, wie sich der Hebel vom Lenker wegbewegt. Und wenn ich dann wieder drücke, stellt sich auch ein vernünftiger Druckpunkt wieder ein. Lässt sich der Bremshebel trotz intakter Bremsbeläge und korrekter Hebelweiteneinstellung immer noch bis zum Lenker durchziehen, bleibt nur noch eine Fehlerquelle übrig. Dann ist Luft im System der Bremse. Weil das Entlüften je nach Modell und Hersteller unterschiedlich funktioniert und man dafür auch Spezialwerkzeug braucht und vor allem, weil die Bremse ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist, raten wir in so einem Fall, den Fachmann aufzusuchen. Bevor man zur Werkstatt geht, ist es auf jeden Fall gut, das Problem genauer einzugrenzen und die Bremsbeläge und die Hebelweite zu checken. Oft stellt sich auch ein Druckpunkt ein, der aber nicht knallhart, sondern eher schwammig ist. Auch das ist ein Anzeichen vom Luft im System der Bremse. Nur zwei Tipps zum Schluss. So eine Bremse wird in der Abfahrt ganz schön heiß. Man sollte also nie anfangen, direkt nach der Abfahrt an der Bremse zu schrauben, sondern ein bisschen Zeit verstreichen lassen, damit die Bremse abkühlen kann. Hat man an der Bremse geschraubt, ist es wichtig, dass man vor dem nächsten Singletrail nochmal checkt, ob sie auch wirklich funktioniert und gegebenenfalls neue Bremsbeläge einbremst.